Humo, wir fahren bei dir mit. Mit der. An alle SLs, die jetzt da sind, nehme ich hin, ihr hört mich, oder? Jo. Also, So, ich schalte mich jetzt live wie wieder. gesagt, wenn ihr Bock habt, können wir gerne noch eine dritte und vierte Runde dranhängen, gell? Können wir ja danach gucken. Oder ihr spielt Public, das ist natürlich lustiger. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. So. Und da sind wir wieder zurück. Ja, Also man sollte Rückrunde. jetzt versuchen, Backhead einen genau, rauszuschmeißen und dann den COC Rest so aufpassen, Rückrunde. dass die Jetzt bin Sekunde ich auf der abzubauen. Russenseite drüben. Wie gesagt, H9, Ich würde mich 13. über Wolfsack freuen, wenn ich jetzt mal gucken, ob wir das verzögern können. Dritte Abteilung. Aber wir sind dann halt nur fünf Gegen Leute bei auf dir, Zervi, Hospital. Ich 58 weiß nicht. DWC und Also, wir sind FLV. 11 mit bei Hospital, Jawohl. 11 mit im So. Süden oder so. Bei meinen Routen, den Wir werden dann Checkbox, nachher in der 30er Station. Nachbesprechung noch kurz diskutieren, Ja, dann ob die machen wir Leute gleich vielleicht einen noch Lust auf eine Vorfeld, dritte und bevor eine der Feind vierte Runde vorkommt. haben. Und können natürlich auch wieder wesentlich spannenderes Public spielen. Das ist richtig, ja. Wie gesagt, wir können ja auch ein kleines Layer nehmen, wenn jetzt, keine Ahnung, ein paar abspringen Naja, oder so, ein bisschen ja. zu skirmish oder so. Ja. Wird man gleich mal in der Nachbesprechung schauen, ob Hättest du das welche möglich Backup ist, ob die oder was? da Lust haben. Kannst du nochmal wiederholen? Willst du einen Schauen hinschicken wir zum mal. Backup? Ich will jetzt Aber Backup jetzt weg von erstmal dem hier zum Hotel rüber. Match. Ich könnte das Die genau, also ich würde Russen, einen also Backup mein schicken Team, und den jetzt Hospital Milizen, und den Rest hatte zur die Old Hospital Erstrunde mit schicken und du kannst ja 150 direkt Tickets zur Old gewonnen. Hospital wieder Ja. durchdüsen. Damit wir die Layer schaffen oder so. Sehr starker Push nach dem Hospital, ja, erobert wurde, Quatsch, zuerst eingenommen wurde, gut gehalten wurde. Haben sie es dann geschafft, tatsächlich den Cap lang genug herauszuzögern? Also die Milizen waren schon am Cappen gewesen. Die Milizen haben das Double Neutral nicht mehr hinbekommen und somit ist dann Farming gefallen und die Russen dann sehr stark auf Ringroad auch gepusht. Und ja, dann ging der Schlag auf Schlag. Mal gucken, wie es jetzt diese Runde hier läuft. Ob sich dein Team auf Russenseite ähnlich stark schlägt. Ich denke, sie werden auch wieder als erstes auf Russenseite bei Hospital ankommen. Ich vermute auch. So, mein Team klumpt hier gerade komplett beim Rollout. Die Oh Techies klatschen je, hier ja, ich sehe aneinander. schon die. Techies sind halt auch so eine Sache. Oh. Die 58 macht hier eine weite Flanke über Osten. Da bin ich mal gespannt, wo die hindonnern. Ah, sieht sehr stark nach Hospital aus. Hier westlich und östlich versucht man hier, glaube ich, eine Flanke aufzumachen. Das streut mein Team doch sehr in die Breite. Die 58 macht den Backcap hier auf Farming. Und auf Ring Road. Während hier Oh. ein Lodgy weit im Westen pusht. Und RMDV, ich glaube hier RMDV hat Wir einen haben die Push hier Backcap vor. verknallt. Und da hinten haben sie eine Backcap verknallt. Da haben sie Old Barracks vergessen. Der Steini rennt da jetzt noch schnell rein. Meine Gott, darf er das jetzt Ach du retten hier? heilige Scheiße, was ist denn hier los? Alter Verwalter, RMDV rasiert hier kompletten FFV-Squad. Heavy MG Anno. Ach Hat du natürlich einen Schande! Die sind super ja alle auf Position gehabt. einmal ausgelöscht worden hier. Ja, komplett. Ach du Anno hat Schande, sich hey. gleich mit dem MG hingeknallt und ja, Baba Yaga und Co. haben natürlich auch alle fleißig geholfen und machen hier einen Push auf Farming. Ja, man sieht jetzt schon, dass hier mein Team viel aggressiver spielt als in der Hinrunde. Ah, müssen sie auch bei 150 Tickets. Ja, da muss man jetzt schon krass rasieren. DBC baut jetzt hier weit im Westen eine Angriffsfob Richtung Hospital, baut da auf, konnte hier auch einen Tiger rausnehmen. Während RMTV jetzt hier weiter pusht. Zum 20er. Aber die Hub von den Milizen steht, die spawnen auch wie wild rein. Kriegen jetzt auch noch Unterstützung vom BMP. Oh, und der BMP. Ja, Aber wenn wir genügend sehr schön. Punkte Jetzt hat machen hier, hier dann kriegen wir die jetzt Kurve. hat hier Ich glaube, du Tsunami siehst den und Tiger. Sherkas Red mal zu, dass haben die jetzt einen Hospital Hit Base Road abgekriegt, machen. haben ja auch ein Rad verloren. Lustigerweise auf der anderen Seite, von der sie getroffen worden sind. Tiger hier Knallen Lorenzo hier aber erwischen. weg. Sehr gute Arbeit gemacht. Konnten hier auch dem BMP entkommen und auf der Flucht auch noch hier etliche Leute umknallen. Aber ich glaube, RMDV schafft es hier nicht. Ne, haben sie nicht geschafft zu blocken, den Backcap. Dafür sind Oh. hier alle von FFV wieder reingespawnt, glaube ich.
kommt der BMP hier noch dazu auf Hospital. Und Barracks ist jetzt durch erst. Erst jetzt kann man Old Hospital cappen. Cappt aber nicht, weil man da niemanden drin hat. Oder doch, jetzt langsam hat man niemanden drin und kann cappen. RMTV hat keinen Rallye. Ich wundere mich gerade schon, wo bleiben die Jungs hier weiter Druck zu machen, aber die haben keinen Rallye. Und aber Jager als Quadlet liegt im Dreck. Ja, und jetzt wurde hier dann tatsächlich auch durch DWC doch noch wieder eine FOP gesetzt. 20er Süden abgehauen. Das war ja erstmal unterbunden worden. 20er ist down. Motor down. BTR und der Tiger hier wischen und Lorenzo drehen hier ihre Kreise. Anno hier schön auch mit einem MG. Ja, jetzt wird das natürlich, jetzt wird das Ganze natürlich umgedreht, gell? Also man merkt schon, dass die Russen hier meiner Meinung nach etwas im Vorteil sind. Die sind schneller auf der Mittelflagge. Mhm. Das war jetzt auf der Hin- und auf der Rückrunde so. Ja, und also stark, die Milizen sind hier extrem, also die sind noch nicht mal ansatzweise großartig an Hospital rangekommen. Im Gegensatz zu der letzten Runde, da war ja wirklich so gewesen, dass die Milizen hier sehr stark schon direkt an Hospital dran waren von Anfang an. Das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Die Russen haben hier sehr stark Kontrolle über die mittlere Karte. DWC hier, wie gesagt, mit ihrer FOP da oben im Nordwesten, die Angriffshub. Ja, haben aber das Problem, dass sie halt die Einzelnen jetzt sind, die dort oben angreifen und dementsprechend natürlich die Russen sich darauf einstellen können. Ja. Und sie haben das Problem, sie müssen von der Hub aus erstmal eine Straße überqueren. Das heißt, sie könnte hier auch schnell abgefarmt werden. Ja, weil da braucht sich bloß oben jemand ins Haus reinsetzen, dann sieht er die Spawnen und dann ist es halt schon gleich durch. Wobei jetzt hier Skills und Notebook und Melmo haben sich jetzt hier schon in dem nördlichsten Gebäude nahe Old Hospital, nahe der FOP gegenüber seit Straßenseite schon festgesetzt. Dann würde ich jetzt noch mal in der Main rauskommen. Ja, und RMTV hier gleich jetzt auch mit dritter Abteilung zusammen hier direkt auch Druck auf Farming von Anfang an ja hier den Druck drauf gehabt. Ja. Klar, gut, sie können jetzt hier wirklich massig reinspawnen. Die Milizen haben Gott sei Dank hier schön südlich die passiv die FOP gebaut, nicht Norden in der Halle. Da werden sie mich gleich von RMTV wahrscheinlich überrannt worden. So konnten sie halt gut gegenspawnen, sage ich jetzt mal. Ja. Anno wird jetzt hier auch rausgenommen, der hier wirklich eine schöne Position im Westen hatte mit dem MG. Jetzt mal gucken, ob die Milizen hier die Lage stabilisieren können. Ja, muss jetzt Check und King doch noch zurückkommen. Wieder Richtung Cap. Schöne Granate hier von Cleaning. Ja, jetzt macht man sich hier schon. Jetzt versucht man natürlich hier möglichst sich wieder breit zu machen auf der Verteidigungsflagge. Farming und überlässt hier oben DWC den Angriff. Auf Old Hospital, die sind dann jetzt da von Nordwesten rein, versuchen jetzt hier reinzukommen. Hier kommen auch schon Mörser auf Old Hospital. Naja, bei der Gebäudesituation jetzt bedingt sinnvoll, obwohl hier wird der Push durch den Mörser abgehalten von der 13. wieder zurück auf ihre Flagge. Da ist auch schon Spider getroffen. Phoenix zieht nach, aber die Mörser schlagen hier sehr, 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 sehr dicht ein. Und dann haben wir hier schon, Skills ist jetzt schon im Gebäude bei Old Hospital drin. Ja. Da kannst du dann schon mit zwei oder drei Leuten, die da drin sind, wir haben es vorhin gesehen bei der Hinrunde, kannst du hier viel anrichten. Ja, also er ist jetzt ja auch alleine in der Capzone. Ja, nee, Tori ist noch drin, ne? Das heißt, aber wenn du da keinen abgestellt hast, der halt mal ein Auge auf die Cap hat, können sich da Leute rein sneaken und dort einfach cappen. Aber 13, die im Norden, zieht auch schon nach. Und ja, das Problem ist halt DWC, der Rest vom Squad kommt hier nicht hinterher auf Hospital, kommt hier nicht durch. Kriegen jetzt auch massiv Druck aus dem Norden an ihre Hub. Ich komme kurz unterstützen in der Hub da westlich Old Hospital. Der Rally hier, Ostgebäude, ist auch schon in Gefahr, wird wahrscheinlich gleich schon ablaufen. Okay, Autismus kickt gerade. Und Kuchen, ja, dann gewacht, die sind hier schon im Norden an der Hub, wobei ja, Kuchen tot ist. Wacht, gepusht jetzt. Und da kommt der Tiger. Zwischen und Tiger ist aber schon getroffen, brennt schon. Ja. Heavy AT von Attraction. Aber direkt am Repairen, sehr stark. Ja, und jetzt ist der da kam aber die nächste AT. Also auch wieder eine Heavy AT. Von Do. Sonst ist die Hub nämlich hier blockiert. Mhm. Da hat jetzt RMDV ganz schnell geschaltet hier oben.
ein Tiger reingepusht, von verschiedenen Seiten reingepusht. Das Radio ist zu 78% schon unten. Also erste Stufe schon weg jetzt. Jetzt kann man hier nicht mehr spawnen. Und damit ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Verteidigungsarbeit für Old Hospital erreicht. Man hat nämlich diese Angriffstrupp vernichtet. Ja. Die auch schon gleich als Angriffstrupp für Old Barracks genutzt hätte werden können. Aber jetzt geht's eben nicht mehr. Ich würde schon mit 6 nach Süden pushen. Nach ja, die Milizen haben Farming auf jeden Fall stabilisiert, versuchen jetzt auch nach Osten den Russen entgegenzudrücken hier. Und jetzt ist DWC hier auch in die Verteidigung gegangen. Man piekt sich hier gegenseitig. Hä? Man hat sich nicht gesehen. Nerdbutter? Ja, aber die Milizen schaffen es hier gut, doch Boten gut zu machen im Osten. Richtung Hospital. Aber es ist noch ein weiter Weg, gerade durch die Gebäude und so weiter. Das sind 100 Meter, könnte doch weit sein. Kann ich mal sehen, steht auch bei Sieben kommt ja an der Pop, ja klar. Bei Old Hospital. Jo. Okay. Ah, sie machen immer mehr Meter. Sie schaffen es hier immer weiter Richtung Hospital zu drücken. Ja gut, aber Hannes ist jetzt da oben mit der Pop-Zerstörung fertig und drückt schon Squad 6, Squad 3 auf Farming Sheds rein. Ja, machen eine Flanke über Westen, ja. Ja, die wird jetzt auch abgelaufen im Westen. Das heißt, die Miliz müssten uns jetzt gerade realisieren, dass da was kommt. Wenn es denn durchgegeben wird. Oh, und Baba Yaga hier. Vom BMP, der hier schön steht. Guck mal, der BMP. Im Süden, Südwesten. Ach, hat sich Mauer da oben hingestellt. Nur nahezu der Turm raus. Kann natürlich schön auch selbst nur mit der MG wirken. Und den Westen covern. Ja. Am Westen, Nord. Schön gemacht. Haben also wird doch gerade gesagt hier, Farming und Umgebung sichern steht ja, hier gerade für die Militär an oberster Stelle. Währenddessen versuchen sie jetzt gerade Infrastruktur aufzubauen. Angriff, Attack-Shops für Hospital. 30er. BTR. Zu organisieren und währenddessen gibt es hier ein großes Geklasche in der Stadt. Ihr habt doch bestimmt Artister, oder? Ragnar Schwarzwolf hier hat zwei Leute mit der RPG weggenommen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn Ragnar Schwarzwolf? Den gerade nicht. Ach, da! Wo hat er die RPGs reingejagt? Ach, hier im Süden. Ja. Den Sens und hier den Master Dreh. Ah, schön gemacht hier von Dagner. Von dem Nordgebäude. Oh, da haben wir Fahrzeuge. Die gibt zwei BTRs, die sich jetzt gegenseitig bekämpfen. Rollman ist schon am Reparieren. Jetzt ist der Motor im Arsch. Und ich habe einen Hardcore Soundpack. Ja, und der BTR von den Russen brennt und ist damit auch vernichtet. Schön gemacht hier. Gut von hinten erwischt. Die Milizen schaffen es ja auch am besten Fuß zu fassen, haben jetzt im Pushen jetzt im Westen raus, um direkt RMDV da entgegenzugehen, dass da hier Farming nicht umzingelt wird. Oh, und was war das gewesen? Auch in der RPG war das gewesen, hier ins Gebäude von Devil. Hier im Süden, da ist er. Eine schöne RPG hingejagt.
Sterling und Baba Yaga liegen jetzt hier im Track, haben kein Rallye. Nee. Und Squad 2, I58, ihr pusht jetzt über Westen nach Norden raus. Versucht den Meter gut zu machen. Oh, sammelt das hier noch. Am Start, ganz alleine als Russe. Ja, das ist. So, Gesamtsituation auf der Map. Es ist ziemliches Geschlachte hier in links. Oh, Squad 1 hat oben jetzt hier von deinem Team den Rallye gesetzt. Haben da auch eine FOB, sehe ich das richtig? Und das deine? Wo? Ach nee, das ist das Feindradio. Die waren hier an den. Die haben. Die Mörser-Fob aufgedeckt. Oh ne, haben Dings gesetzt. Haben wohl die Mörser-Fob rausgenommen und haben gleichzeitig sich jetzt hier aber auch schon eine Fob auf Old Barracks gesetzt. Oh, und guck mal hier, die 13. Schönes Manöver. Sind hier jetzt nicht von Osten direkt auf die Flagge gepusht bei Farming, sondern machen jetzt so Richtung Süden auf. Mhm. Und haben da schon ordentlich Leute hier bei der Fob weggeknallt von den Milizen. Ich seh's, ja. Ich seh's. Haben sie hier auch einen Rallye am Start? Ja, den Scott Leader haben sie mit dabei. Wenn der jetzt hier noch ein Rallye setzt, könnten sie hier permanent Druck machen. Aber hier drüben Frost und Sens. Dritte Abteilung komplett im Track. Flankine wiederum auch im Osten von diesem Squad. Könnten jetzt schön in den Rücken fallen. Ja, 13 steht jetzt angesagt hier noch. Sind die. 13 steht jetzt hier sehr dicht in dem südlichen Angriff. Könnte man vielleicht noch ein bisschen weiter aufmachen, um dann da nicht gleich wieder flankiert zu werden. Aber man aimt hier die FOB ab, also die hat das Spawn fast noch wenig Sinn. Fallen kommen besten durch. Naja, aber wie gesagt, Frost und Sens hier flankieren jetzt gerade schön hier zu zweit. Nehmen ja gerade Wups aufs Korn. Oh, Frost aber direkt rausgenommen worden hier von Oxys. Stark gemacht hier. Und auch Sens, Gefahr gebannt hier. Aber sie werden hier auch gut im Süden festgenagelt. So einfach ist das nicht. Und vor allem die Milizen können halt einfach nachspawnen. Währenddessen hier die Angreifer, die Russen haben noch nicht mal eine Rallye. Also über kurz oder lang werden sie das, glaube ich, nicht machen. Da müssten sie viel wegschießen, wirklich viel. So, FFV hat jetzt hier die Hub gesichert. Ah, Sense ist da umlaufen, hat wohl auch den Rallye weggeholt. Doch 7 hat ihn ganz weit drüben im Osten im Vergleich. Also ziemlich in der Mitte von der Map, aber relativ weit östlich. Ja, aber hier keinen nahen. Und jetzt siehst du auch, die Milizen drücken jetzt hier schön nach Süden raus. Ja. Und die Russen können hier natürlich schon, oder haben hier schon einige umgeschossen, aber das Problem ist einfach, die haben ja keine Nachspawn-Möglichkeit. Und über kurz oder lang sind sie eben halt hier raus. Es lebt jetzt nur noch Oxys hier. Der hier schön den Rappler oder Rebel ausgenommen haben. Müller lebt hier, glaube ich, auch noch. Jetzt den Kameraden hoch. Die Russen haben am Anfang vergessen, einen Commander zu setzen. Das könnte sich jetzt bitter rächen. Das stimmt, ja. Wenn wir jetzt in die Zeit kommen. Ja, ja, eben. Deswegen sage ich ja. Mhm. Das könnte sich bitter rächen. Naja, gut. Wir haben gerade nicht letztes Mal rausgenommen. Ah, die Russen aber hier, also bis auf die mittlere Flagge mehr. Und ich muss mal gucken, ja doch auch Kills mehr. Ja, aber ansonsten doch sehr ausgeglichen. Hier beide Seiten kommen nicht wirklich durch. Nee. Ist jetzt schon ein bisschen zäher, die Runde, als die Hinrunde. Die Hinrunde ging relativ flott. 20 Minuten. Ja, 30er, wow. Ja, 30er hier. Rumo und Roman. Bin im BMP im Rücken erwischt. Und vernichtet. Und vernichtet, ja. Oh, das ist eine gute Leistung. Ja, der hat eine gute Frontpanzerung der BMP, aber schön von hinten erwischt. Ja, und haben hier auch gut Übersicht über die gesamte Straße. Lorenzo und Vision hier wieder am Tiger, einfach Vollgas rein da die ganze Zeit. Wir bauen so Bleis auf die Ostküste. Denn hier wieder ihre Kreise. Ja, und im Süden hier, das Squad konnte sich wieder gut aufheben von den Russen. Ja, klar, weil der 30er natürlich hier schön den Weg freigehalten hat. Aus Westen. Fährt jetzt fast ein bisschen dicht dran. Und konnten jetzt auch hier die Flankierer aufschalten. Also. Oh ja. Drei Leute hier. Oh mein Gott, 4, 5, 6. Aua.
Ja, das musst du jetzt gerne aber auch erstmal machen, mir wird doch mal kurz übel, gerade in der Fahrt. Ja, jetzt wird natürlich nach hinten nochmal reingehalten. Oh, schöne Fernschüsse. Trifft auf noch, auch nochmal. Da wird wahrscheinlich bei dir im Squadly Channel ein bisschen Panik ausbrechen auf deiner Seite. Nee, noch sind sie ruhig. Und entspannt. Konzentriert. Oder so. Aber mal gucken, hier im Norden ist ja trotzdem, was passiert denn hier im Norden? Also die Milizen versuchen hier was aufzubauen. Haben den Rallye ganz weit im Norden. Ah, sieht man aber jetzt aber schön. Ja, naja, gut, da muss man sehen, da sind zwei FOPs zueinander gebaut, die sind sehr dicht beieinander, die können sich eigentlich innerhalb von 7-8 Schritten blockieren, aber guck mal, was jetzt hier unten passiert. Jetzt entsteht so eine richtige Klammer, man sieht es auf der Map, einmal von Osten, einmal von Westen. Mhm. Und jetzt will man will natürlich hier Farming Sheds haben, das ist, muss man haben, ich meine, sonst... Ja. Aber die Russen machen das auch gut, wenn du bei Old Hospital guckst, also schön verteilt in den Hochhäusern, um direkt die Milizen auf Distanz zu halten und abzuwehren. Und hier im Norden versuchen die Milizen immer wieder einzudringen und das sind aber gar nicht mehr so viele und binden die ordentlich an russischen Kräften. Nur bringt das eben halt nichts, wenn sie eben halt das gar nicht an Hospital rankommen. Ja, und der 30er hat jetzt hier auch, fährt jetzt auch hier rum. Wurde wohl schon durchgegeben, dass da sowas wie eine Hub ist. Oh, was passiert hier? Bei einer Milizen-Hub hier bei Shopping Center. Ja, ja, das hat, aber bin ich die ganze Zeit schon drauf. Da ja, ja. Aber hier wird schon gerade gesagt bei Milizseite von wegen der Angriff gut und schön, aber mit 70 Tickets. Die vermuten, dass sie Ressourcenfeuer ausgehen, bevor sie hier wirklich einen Angriff aufbauen können. Oh, jetzt ist der 30er draufgegangen. Schade. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht. Mir wird nicht angezeigt. Siehst du was? Ich weiß es auch nicht. Lost BTR, aber ich sehe es nicht, wer es war. Esco Arumo. Ach, hier. Nee. Bendo und Aska, Heavy AT und AT, die beiden werden das wohl gewesen sein. Ja, aber sie verlieren in jetzt. Den 30 rausgenommen. Trotzdem verlieren sie jetzt die FOP hier oben. Mhm. Ja, sie sagen ja auch gerade durch, sie wollen jetzt das Radio abschaufeln und brechen den Angriff ab. Mhm. Weil man sieht, jetzt hat hier nordöstlich von Old Hospital hat es, haben die Milizen es wohl geschafft, wieder eine FOP aufzusetzen. Hier ihr 58, sehr schön, Green Red Sniper, Oink. Jack und Devil laufen jetzt hier raus, laufen aber nach Osten raus. Südosten. Ist das noch eine FOP von... Ja, es ist einfach blöd, dass man es nicht sieht. Das ist farblich immer noch nicht gelöst. Ja. Und Wahnsinn, wie lange sich das Quad 7 von den Russen hier unten hält im Angriff auf Farming, obwohl sie kein Rallye haben. Die picken sich hier die ganze Zeit wieder auf und ja. Unterstützt wird jetzt auch noch durch Baba Yaga hier, RMDV-Squad, die aber hier unten Rallye haben und sind jetzt schon an der Hub dran. Sind schon an der Hub dran, aber oben die eine Hub bei Old Hospital wird jetzt wohl fallen, das ist hier... Oder jetzt bauen die wieder die selber? Der von RMDV? Ach, die werden die wohl selber abbauen, vermute ich. Die habt ihr im Osten markiert, das ist die immer noch da? Wo kam die RT jetzt her? Ach hier, Serkas, im Westen. Schöner Treffer. Hat dem Tiger jetzt eine gegeben. Ich weiß nicht. Noch eine RT gefressen, der Tiger ist knallrot. Brennt, glaube ich. Ja, man hat jetzt hier das eigene Radio abgeschaufelt. Ja. Bei dir, dass man das auch nicht noch verlieren kann. Genau, ja. Die Milizen haben schon gesagt gehabt, die stellen hier komplett ein, den Angriff. Oh, und schön hier von Outdoor Yeti gepusht worden. Der Tiger platzt. Schön gemacht hier. Aber theoretisch könnten das die Russen noch wohl, wird knapp. Wenn sie jetzt Ketten kriegen, sind nochmal Tickets dazu. Wir haben die Hub noch geblockt, aber es wird nicht lange dauern. Dass sie die 150 Tickets von der Vorrunde wieder gut machen.
Ah, das wird schwer werden. Na, ja, das wird jetzt schwer werden mittlerweile, ja. Aber die ganze Zeit war es auf der Kippe gewesen, weil wie gesagt, wenn sie Farming ja noch cappen. Ja. Tun sie aber nicht. Die sieht's nicht aus, aber deutlich mehr Kills hier. Die Russen. Deutlich mehr Kills. Könnte doch viel gut machen durch Kills tatsächlich. Die Militia haben. Sodass sie ja, die, ja, ja, stimmt, ja, ja. Ja, somit hätten sie jetzt nur noch eine Cap gebraucht, um das Spiel insgesamt zu gewinnen. Aber hier oben, dritte Abteilung ist hier oben auf der anderen Seite jetzt doch reingekommen. Stark gemacht hier, die hat wieder freigekämpft. Die Milizen können wieder reinspawnen. Ja. Und die Russen, um das Gesamtspiel zu gewinnen, müssen sie unbedingt die Flagge cappen, aber selbst dann reicht selbst dann wird es nicht, wird es nicht mehr reichen, nein. Ja. Hab Hospital ist überrannt. Oh, Old Hospital wird jetzt verloren. Die Hub ist überrannt. Hat gesagt. Oh, ja, aber es sind noch nicht auf Hospital drauf, nur die. Nur ja, die Hub ist Fop war überrannt, glaube ich. Nee, ist immer noch überrannt. Ja, Master Dreh ist am Radio dran. Die östlich in dem Gebäude. Deswegen, ja, genau. Jetzt aber gerade an H9, Kuchen und Tori. Also sie müssen das retten, unbedingt. Der schaufelt nicht mehr. Da jetzt sind wir hier schon im Osten. Ich habe einen hier. Ist immer noch kurz in meiner Runde drin. Hier oben. Dritte Abteilung hier ausgeschalten. Ghost ist aber noch verblutet von den Milizen. Hab ihn weg, 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 hab ihn, hab weg, 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 weg. Oh, was hier passiert? Cleaning und Pops haben hier flankiert von RMDV den Rallye abgelaufen. Wir haben noch einen und hier Stalling und Baba Yaga rausgenommen. Pops lebt sogar auch noch. Aber noch weiter im Süden ist auch noch die 13. Ja, wir haben Old Hospital ist jetzt gerettet. Auf Old Hospital. Molosch. War schön hier skizziert worden. Box ja, ist hier. Trotzdem hat man sich jetzt komplett befreit auf Old Hospital Farm Shields, Farm Sheds und kann jetzt hier sich wieder frei bewegen, hat er sie hier den Ansturm weggenommen. Ja, nicht geschafft. Man mörsert jetzt natürlich nochmal Old Hospital. In der Hoffnung, dass dann vielleicht doch noch irgendwie zu kriegen. Ja, haben sie jetzt ein BTR gekrallt hier. Ja, das wird halt leider nicht mehr viel ändern. So oder so. So geht in die Nase runter. So, Mörser gehen hier bei Hospital runter. Die verpuffen im Nix. Ja, hat man jetzt noch mal eben schnell ein eigenes Fahrzeug zerstört und dadurch 5 Tickets verloren mit den Mörsern. Ja, Master Dreh wurde ja auch am Radio ausgeschalten. Und zweite wurde wieder aufgeschaufelt. Also ja. Auch das verlieren ja. Die Russen nicht. Ja. Ja, da war ich gerade eben drauf auf der Direct Cam bei Kuchen und bei Tori. Eine schöne Aktion. Weil da doch schwierig ist, da Treppe aufwärts den weg zu aimen, finde ich zumindest. Aber gut, ich finde alles schwierig aimen. Das ist ein anderes Thema. Das hier von Milizen ist, sie sagen auch gerade, sie wollen uns einfach nur noch verteidigen, geben halt und die Russen unter 150 Tickets kriegen. Das habt ihr geschafft, Jungs. Gute Arbeit. Ja, solange die Flagge nicht noch verliert, aber wie gesagt, selbst dann. Reicht, die gibt es ja nicht mehr aus. Also Milizen hier stark gemacht, eine starke erste Runde gehabt und hier die zweite Runde auch zwar deutlich verloren, aber eben halt niedriger. Und somit hier der Gesamtsieg geht wohl hier an mein Team, also auf meiner Seite. Ja, hast du gut gecoacht, dein Team, Zevi. Ja klar. Gut, gut ausgewählt, gut gecoacht, sehr gut. Ja, aber gut gemacht auf jeden Fall. Aber das sieht man eben halt. Die Milizen hier doch anscheinend doch sehr im Nachteil auf den Layer, so dass eben halt diese hohe Differenz normal ist, sage ich jetzt mal. Hätten sie in den Osten Runden dein Team ein bisschen besser die Flaggen gehalten, ein bisschen besser defended, wäre das noch viel knapper hier geworden. Wir fahren kurz weg.
RMDV jetzt hier wieder von hier Süden Richtung Farming zusammen mit dem BTR. 13. ebenfalls hier über Süden, versuchen jetzt über Südwesten zu flankieren. Lagen sich hier mit IE-58. Oh. Und der BMP. Nee, Quatsch. Nicht BMP. RPG-Techie. Ja, der hat hier runtergeschossen, hat den BTR einmal getroffen. Ja, ja. Der musste sich dadurch zurückziehen, hat hier natürlich eine schöne, weite, lange Sicht. Siehst du nochmal? Ganz darunter. Ja, na gut, der, ging vorbei. Der BTR hatte geraucht und hatte Rauch geschmissen. Und, ja, aber sehr gut, den schon alleine zu vertreiben, weil der hat hier ordentlich zugesetzt, den Milizen. Mhm. Und hier im Süd, das sieht ja aus hier. Lad mal ab, bitte. Das ist eine Weihnachtslichterkette, die da liegt. Lad doch mal bitte ab. Eine rote. Du, Sens hier alleine flankiert. Sieht hier aber den White nicht. Und der White sieht ihn auch nicht. Oh, Sens hier. Gute Position. Ja, und Hospital ist safe. An der Situation wird sich nichts mehr ändern. Noch 7 Tickets. Ja. Ja, da spielen hier die Milizen sehr gut runter. Ja, jetzt zum richtigen Zeitpunkt angefangen zu turteln. Ja. Ja, bei 60 Tickets ungefähr, glaube ich, kam gibt's der Call an Angriff abbrechen. War, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil sie waren noch sehr weit entfernt von Hospital, bis man sich da durchkämpft und so weiter. Das kann gut kosten. Und vor allen Dingen hätten sie da ordentlich Tickets verloren und gleichzeitig, weil klar, wenn ich Leute nach vorne schicke, habe ich nicht mehr so viele in Defense und hätten dann die Flagge vielleicht Farming verloren, dann hätten die Russen das gewinnen können, overall. Ja, ich habe übrigens einen so verloren in meinem Team. Oh, jordanische Wachtel hier am Ausrasten. Hat hier drei Leute nochmal umgelegt. Sind jetzt aber hier verblutet oder wie auch immer. Und Green Red Sniper Sterling noch rausgenommen. Baba Yaga ist hier noch am Stiss. Es ist nicht die jordanische Wachtel, Sammy. Nimm den Attraction raus, was? Es ist die jordachische Wachtel, nicht die jordanische. Ja, jordanische. Du hast jordanische, ich jordanische gesagt. Ich nenne den immer jordanische Wachtel. Jordanisch. Wie war das, jordanische Volksfront? Ja, nee, Volksfront Judäa oder judäische Volksfront. Jordanische Volksfront. Jordanische Volksfront. Ja, es wird sich jetzt hier nicht mehr viel ändern, leider. Oh, was ist denn hier los? Da wurde ja aber Baba Yaga umkreist. Naja gut, also musst du mal, wenn du auf der Draufsicht dir anguckst, die sind ja rundum, die sind ja 1:3 hier verteilt fast schon. Ja. So, noch ein Ticket. Ja, und dann ist der Bums vorbei. Jawohl. Aber overall, schönes Spiel, wie gesagt. Hier, ja. Was sind denn insgesamt? Ja, ja, 50 Tickets gerade im Unterschied. Ja. Gut, und dann werden wir mal gucken, ob die Jungs noch eine dritte und vierte Runde wollen. Ja. Nie wieder die Karte.